Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch schon wieder eine Happy Mail mitgebracht. Diesmal eine ganz besondere, besonders deswegen, die ist nicht aus einer Happy Mail Gruppe. Diese Happy Mail ist über YouTube entstanden. Da war ich erstaunt und erfreut, nämlich die liebe Sonja aus Österreich hat mich angeschrieben und gesagt, Mensch, hast nicht Lust, mit mir Sachen zu tauschen und ein bisschen Happy Mails zu swappen. Jo, habe ich gesagt. Coole Idee. Lass mal vernetzen. Das haben wir gemacht. Und nun habe ich hier die Happy Mail, die ich Sonja schicken werde. Natürlich, dieses Video kommt natürlich erst dann raus, wenn sie die auch in Händen hält. Das wird einige Tage nach Versand wird dieses Video erst kommen. Vielleicht auch ein, zwei Wochen. Damit es auch wirklich in Österreich die liebe Empfängerin erreicht. Ja, auf jeden Fall, die Sonja hat mich angeschrieben und so sind wir in Kontakt getreten und haben uns ein bisschen per Text unterhalten. Daher weiß ich auch, dass sie Vintage und Shabby mag, dass sie ja, sich lieber Tags wünscht als irgendwie Papiere und so. Und das war so mein Anhaltspunkt, was könnte ich denn machen? Jetzt habe ich einfach mal ein bisschen mit Tags gefuhrwerkt und gezaubert. Ich hoffe inständig, dass ich deinen Geschmack treffe, liebe Sonja. Das ist, ja, sag mal so, einerseits recht leicht, weil Vintage ein sehr breites Feld ist. Andererseits habe ich ja keine Ahnung, ob das, was ich hier mache, dir zusagt. Ich zeige es jetzt einfach mal. Ne? Natürlich zeige ich hier keine privaten Sachen. Das heißt nämlich, den Inhalt dieses Briefs zeige ich euch nicht. Ich zeige euch einfach das Außen. Diesen Brief habe ich ja, natürlich dazu gemacht, weil jeder bekommt von mir eine kleine persönliche Nachricht. Manchmal ein Zettelchen mit einem lieben Gruß, manchmal ein Brieflein. Und natürlich kann man den Umschlag dann auch wieder weiter benutzen. Hier sind zwei selbstgemachte Paperclips drauf. Und da habe ich hier so einen schicken Sticker gefunden mit einer österreichischen Briefmarke, mit einer alten. Ich dachte mir, Mensch, das passt doch gut. Und das ist einfach zum Keepen. Also der Paperclip hält Sachen fest, die man behalten möchte. Toll als. Dann habe ich hier nochmal, ich habe so ein bisschen Schmetterlings-Lesezeichen-Fieber. Auch wenn es glitzert und wenig shabby ist. Liebe Sonja, ich hoffe, es gefällt dir trotzdem. Du bekommst jetzt einfach diesen Schmetterling. Falls er dir nicht gefällt, schenk ihn weiter. So, ich überlege gerade mal, wie fangen wir an? Ich fange mal damit an, mit dem Tag, also alle Tags kann man öffnen. Und ich habe einen Tag gemacht, und zwar diesen hier. Da habe ich ein paar Rohlinge reingepackt. So, man sieht es einfach. Ich habe hier Tickets und Tag-Rohlinge reingemacht. Einfach zum selber weitergestalten. Ein bisschen distressed, ja, aber das war's. Und hier ein kleines Blöckchen. Der ist auch roh. Also hier, liebe Sonja, hast du einfach ja, Platz und hoffentlich Spaß und Freude, hier dran selber weiterzumachen. Deswegen, dieses ganze Herzchen ist nur von außen ein bisschen dekoriert. Der Rest, der geht dann einfach an dich. Na, zumachen kann ich den später alleine. Da brauche ich euch nicht für. Dann habe ich, ich gucke gerade mal, was ich als nächstes zeige. Genau, ich zeige euch den. Habe ich hier so einen Wickeltag. Hier habe ich auch die Spitze angeklebt, dass man den aufklappen kann. So, und in diesem Wickeltag sind weitere Tags. Zauberkadauber. Ja, und hier habe ich jeweils, ich zeige euch jetzt mal hier einen beispielhaft, hier habe ich jeweils einfach Platz zum Schreiben dahinter gesetzt. Das heißt, ich habe einfach ein paar Linien vorgesehen, damit man hier die Tags einfach in Journal einfügen kann und dann einfach noch ein bisschen Platz zum Schreiben hat. Das habe ich sogar mit den kleinen gemacht. Das heißt, auch hier haben wir immer Linien dahinter. So unterschiedliche Pinsel dran gepuzzelt. Oh, hier hat sich der Tag ein bisschen geschnödelt vom Falten. Ja, ja und auch diesen Wickeltag, den kann man wunderbar in Journal einfügen. Man kann ihn natürlich nicht irgendwo reinkleben, weil er komplett, ihr seht es hier, er ist gewickelt. Der schwabbelt und wabbelt auch so schön hin und her. Genau, und hier auch größere Tags. So, das heißt, Sonja bekommt hier ein Loaded Tag, der voller Text ist. Klar, soweit, ne? Dann tüdeln wir den wieder zu.
Ja, und ich finde auch immer Schwarz-Weiß-Bilder, die eignen sich wunderbar für Vintage Happy Mails. Auch dich werde ich gleich wieder verschließen. Ja, hier haben wir das dritte große Herzchen. Und auch dieser Tag ist zum Klappen. Glück in unserem Herzen nähren. Das ist ein schöner Spruch, den ich sehr fein finde. So, auch hier haben wir wieder einen ja, Halter. Der könnte auch ein Ephemera Holder werden. Also je nachdem, liebe Sonja, was du damit machen möchtest. Und in diese kleinen Umschläge hier habe ich verschiedene Sachen reingepackt. Von kleinen Bildchen über kleine Tabs und kleine Stanzteile. Ja, und hier drei gefärbte Karten, also wirklich echte Spielkarten. Echte Spielkarten. Ich habe natürlich, also so in der Skat-Doppelkopfrunde habe ich natürlich den großen, tollen Vorteil, dass man bei jedem Turnier irgendwie neue Karten nehmen muss. Das gebietet die Fairness. Einfach ein frisches Kartendeck zu nehmen, was nicht irgendwie angeranzt ist oder gezinkt oder was auch immer. Das heißt, zu meiner großen Freude fallen ja immer schöne Karten ab. Na, und die kann man wunderbar verbasteln, wie ihr hier seht. Genau, also das ist die Happy Mail, die sich aufmacht nach Österreich. Also ich denke mal, ich werde noch das ein oder andere an Seiten reinlegen, die sich Sonja auch gewünscht hat, die ich jetzt im Eifer des Gefechts hier überhaupt nicht verbastelt habe, wie mir aufgefallen ist. Macht ja nichts. Die passen auf jeden Fall noch mit in den Umschlag. Ja, damit habe ich euch mal wieder eine Happy Mail gezeigt, die auf ja, wundersame Weise entstanden ist. YouTube macht's möglich. Digitale Vernetzung. Ich habe mich total darüber gefreut, über das Anschreiben. Und habe dementsprechend auch direkt gehandelt. Und mir hat es echt Spaß gemacht. Muss echt sagen, das war eine coole Aktion und eine coole Bastelsache. Ich habe das hier voll durchgezogen und hatte riesig Laune dabei. Musik an und losgebastelt. Deswegen habe ich euch auch nicht mitgenommen hier beim Basteln, weil das war einfach genau meine Zeit. So, ich hoffe, auch diese Happy Mail. Vorstellung hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon mögt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr sagt, oh Gott, lasst uns in Ruhe, ja, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Jetzt freue ich mich auf eure Reaktionen, wie auch immer sie ausfallen. Ich sag mal, bis demnächst in diesem Kino.